Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, der Postbote hat mal wieder geklingelt, ne? Und wenn der Postbote bei mir geklingelt hat, dann gab es wieder ein Päckchen. Ja, ich habe mich total gefreut. Ich hatte letztens im Internet mitgemacht, und zwar von Garnier aus. Da kann man sich ja als Blogger registrieren lassen und dann bekommt man manchmal eine E-Mail, ob man ein Produkt testen möchte. Und dann habe ich mich darauf beworben. Ich wollte Haarpflegeprodukte testen, die ich schon im DM gesehen hatte, und habe mich dann darauf beworben und habe mich total gefreut, als ich dann letztens ein Päckchen bekam mit einem Brief drin, also einem Zettelchen vom Garnier-Team. Und da könnt ihr auch schon sehen, um welche Produkte es sich handelt hier unten. Es geht um die wahre Schätze Hafermilch, und da habe ich so gedacht, auch die hätte ich so gerne mal getestet. Und ja, ausgelost worden und freue mich schon, ne? Steht hier auch drauf, es ist für sensible Kopfhaut, die juckt und kribbelt. Da braucht man eine besonders milde Pflege, und deswegen haben wir die wahre Schätze, sanfte Hafermilch, entwickelt. Ja, es ist eine außergewöhnliche Formel. Es werden zwei wertvolle Inhaltsstoffe auf dem Hafer verwendet und daneben noch kombiniert mit seidiger Reiscreme. Und das gibt dann dem Haar also Feuchtigkeit und spendet Reichheit, also reichhaltige Feuchtigkeit und Geschmeidigkeit, ne? Ja, ich finde diese Pflegeserie sehr schön, und ich habe auch alle drei Produkte bekommen, also Shampoo, Spülung und die Kur, ja, die Haarkur. Und ich habe letztens auch noch bei DM davor gestanden. Ich hatte mir noch so einen Flyer mitgenommen und habe noch reingeschaut, wie viele Produkte es davon überhaupt gibt. Das hatte mich jetzt interessiert, diese ganze neue Serie, diese wahre Schätze, die finde ich unheimlich toll. Also ich glaube, da haben die eine richtig tolle Serie rausgebracht, weil da gibt es ja auch noch mit Olivenöl, dieses Grüne hier, und ich weiß gar nicht, hier in der Seite ist mit, ist das mit Honig oder irgendwas? Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt hier drin steht. Ja, mit Honig. Und dann gibt es ja noch das für trockene Haare mit Argan und Kameliaöl. Mythische Öle gibt es noch bei trockenem Haar, für blondes Haar Kamille mit Blütenhonig und Cranberry mit Arganöl, für koloriertes und gestresstes Haar und für normales Haar mit Vanillemilch und Papaya. Finde ich auch toll. Also ich finde die Serie richtig, richtig super, und ich freue mich auch schon, wenn ich das dann hier ausgetestet habe. Ich fange mal an mit dem Shampoo. Wir haben hier 200 ml Shampoo, und ich halte euch das mal in die Kamera. Wie gesagt, es ist ein beruhigendes Shampoo. Es ist für gereizte Kopfhaut, für empfindliches Haar. Es ist wirklich so, da steht drauf seidige Reiscreme mit sanfter Hafermilch. Und ich habe auch schon an dem Duft, also an dem Titel hier mal gerochen, zeige ich euch gleich noch. Der Duft ist auch ganz toll, und ich freue mich schon richtig drauf, die auszutesten. Ich wollte erst das Video abdrehen für euch und werde dann das Produktreview dazu machen und euch sagen, wie ich es gefunden habe. Ich gucke mal, ob ich es ganz aufbrauche oder ob ich schon zwischendurch so einen Cut mache und sage, hier so ein Review, dass ich das schon nach ein, zwei Wochen mache und mal gucke, wie bekommt es überhaupt meinem Haar. Weil man merkt ja relativ schnell, spendet es wirklich gut Feuchtigkeit, bekommt es meinem Haar, lässt es sich gut frisieren hinterher. Das ist ja auch immer das, was ich sage zu meinen Bekannten, wenn die dann sagen, ach, ich brauche doch für meine Haare nur ein Shampoo. Wenn man kurze Haare hat, braucht man doch keine Pflege. Das brauchen nur die Mädels mit ihren langen Haaren. Das ist falsch, ne? Ich finde mal auch, kurze Haare müssen gepflegt sein, weil gerade kurze Haare dann auch natürlich ihre Probleme machen und rumzicken, störrisch werden, abstehen können, trocken werden und so richtig so borstig und verlieren ihren Glanz, und dann sehen auch kurze Haare nicht mehr schön aus, ne? Deswegen sage ich auch immer, kurze Haare brauchen Pflege, ne? Und auch manchmal, ich habe es auch schon beim Friseur erlebt, dass man sagt, ach naja, so viel Pflege brauchst du ja nicht bei deinen kurzen Haaren, wird ja immer wieder geschnitten. Ja, aber auch ein Kurzhaarschnitt muss gut sitzen, und der sitzt nur gut, wenn das Haar gut und gesund ist, ne? Und wenn es schön gepflegt ist. Und deswegen sage ich immer, auch noch eine Spülung und auch ab und zu mal eine Kur. Man kann das ja immer so machen, wie das Haar das verträgt, ne? Auch die Sachen, die Spülung und die Kur, ist ja auch auf das Haar abgestimmt. Wenn jemand sagt, ich habe fettige Haare, ich kann das nicht nehmen. Es gibt ja auch für fettige Haare eine tolle Kur, eine tolle Spülung, ne? Und gerade dafür ist es ja da, dass man das Haar dann aus diesem Problem, was man hat, rausbringt, dass es gut sitzt, dass es sich gut föhnen und frisieren lässt, sonst würden meine Haare auch nicht sitzen. Dann nutzt der beste Schnitt nichts, wenn das Haar nicht gesund ist und schön glänzt und wunderbar, ja, sich frisieren lässt, ne? Also auch bei kurzen Haaren immer dran denken, gibt dem Haar auch mal eine Spülung und auch ab und zu mal eine Kur. Vielleicht nicht ganz so viel wie das lange Haar, auch nur in die Spitze, nicht an die Kopfhaut, da wo es nachfettet, sondern wirklich nur auch ganz oben mal so drüber gehen über die Haare. Vielleicht noch im trockenen Zustand, dass man einfach sagt, ich gebe mir schon mal die Kur in die trockenen Spitzen und dann spüle ich das erstmal wieder aus und dann komme ich mit meinem Shampoo, und das geht auch. Ja, und dann haben wir hier noch die Spülung.
Die ist auch mit 200 Millilitern auch immer dasselbe für die empfindliche Haut und auch wieder sanfte Hafermilch, seidige Reiscreme und ja, das ist enthalten. Wie gesagt, Shampoo sind 250 Milliliter und Kurspülung sind 200. Man braucht ja auch weniger Kurspülung, wie man Shampoo braucht. Shampoo braucht man immer ein bisschen mehr. So, und dann haben wir hier diesen super schönen Tiegel von Wahre Schätze und hier steht es auch wieder drauf, für welchen Haartyp es ist und was es macht. Und wir haben hier aber 300 Milliliter. Also da kommt man dann schon richtig lange mit hin. Und ja, und der Duft ist etwas ganz Zartes. Ich zeige euch nochmal, ich will mal gucken, ob man, die Kamera kriegt das nicht gut rüber. Vielleicht hier im Deckel, dass man sieht, also diese Kur sieht so ein bisschen aus wie, wie soll ich das sagen? So mußig, ne? So ein bisschen schön, nicht so schwer. Also die ist nicht so dick. Nicht, dass ihr denkt, so wie bei so einer Bodycreme vielleicht. Manchmal hat man ja auch so Kurpackungen, die so richtig dick sind. Ne? Da geht man rein und man hat so eine feste Konsistenz. Und hier ist es so was Fluffiges, ein bisschen gelartig. Also das ist so, wenn man das hin und her wackelt. Also ganz, ganz leicht wahrscheinlich zum Auftragen. Und der Duft ganz, ganz dezent. Cremig. Ich finde, sie riecht einfach nur milchig cremig. Und dabei so eine ganz, ganz zarte, wie Babyfrische, so wie Babypowder, ne? Wie so ein Babypowder-Duft, finde ich. So ein bisschen erinnert es mich an Babypowder-Duft und Creme so ein bisschen und so ganz, ganz zart. Also so ein Wohlfühlduft, wo man hinterher sagt, so, ach, das ist jetzt nicht zitrisch und frisch und das gibt mir den Kick. Nein, das ist sowas, wo man richtig hinterher sagt, das riecht ja so lecker, ne? Also es riecht wirklich ganz, ganz toll. Könnt ihr ja auch mal dran schnuppern, vielleicht im Laden. Ich mache das manchmal auch. Dann nehme ich mir so das Shampoo und so ganz vorsichtig drücke ich dann mal mit der Luft und dann kann man schon riechen, wie das dann so schnuppert, ne? Also ich bin total begeistert. Ich habe mich so gefreut, dass ich es auch testen darf, weil ich wollte das auch unbedingt haben. Ich bewerbe mich nicht auf jedes Produkt, ne? Das ist ja auch so, man könnte sich ja auf jedes Produkt bewerben und dann setze ich mich hier hinterher hin und zeige euch alles, aber in Wirklichkeit mag ich es nicht. Also ich halte es immer so, dass ich mich wirklich auch auf die Produkte bewerbe, die ich gerne hinterher testen möchte, die auch für mich gut sind, wo ich denke, jawohl, damit kannst du was anfangen. Und ich möchte es euch ja auch zeigen. Ich muss euch ja irgendeine Meinung dazu bringen. Ich kann ja nicht irgendwas haben und nur eine Kamera halten und sagen, schönen Dank, ne, an das Team und dann war es das. Also, ich werde das jetzt mal so die nächsten 2, 3 Wochen testen. Und hier steht nochmal tiefenpflegende Maske ohne Parabene. Auch sehr wichtig, ohne Parabene. Und ich werde sie für euch testen und werde euch dann mal sagen, vielleicht auch schon dazwischen, wie gesagt, wie sie war. Und ja, dann freue ich mich schon auf das nächste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass es euch interessiert, was ich bekomme. Und dass ich es, wie gesagt, für euch einfach mal teste und euch das wieder weitergeben kann. Ihr wisst, die meisten Produkte kaufe ich mir eh selber. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ständig irgendwas bekomme und dann, ja, die meisten Sachen zahle ich ja schon selber, ne? Aber dies hier habe ich jetzt nicht bezahlt. Das habe ich wirklich kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Hat man mir zugeschickt von Garnier. Vielen, vielen Dank an das Team. Ich habe mich total gefreut und ja, und ich werde es einfach mal austesten und dann werde ich es euch irgendwann wissen lassen, wie ich es finde. Ja, es hat mich gefreut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt heute bei diesem trüben Wetter. Es wird ja so langsam Herbst draußen. Und dann bis zu meinem nächsten Video. Und bis dahin, bleibt mir gesund. Alles Liebe von mir. Tschüss.